Herzlich willkommen zurück zu einem Video und ich denke, hieraus werde ich eine ganze Videoserie machen, in der ich immer einfach drei locker leichte Salatdressings vorstelle. Wir fangen heute mal mit der Basis an, mit drei wirklich sehr einfachen Rezepten. Ich handhabe das so, ich packe das jetzt in drei kleine Becher, weil ich das nachher noch mit transportieren möchte zur Familie, die damit probieren möchte als Nachtisch. Und die Basis bildet immer der Joghurt. Ich mache das jetzt Pi mal Daumen, ihr müsst es dann einfach nach eurem Geschmack abmessen. Beispielsweise die erste Variante, kennt man vielleicht von dem einen oder anderen Sandwichladen, Honigsenfsoße. Die Honigsenfsoße kann man ja mittlerweile überall auch schon kaufen, aber ganz ehrlich, es sind einfach auch immer zu viele Zusatzstoffe mit dabei. Es ist einfach nicht nur diese drei Zutaten, Joghurt, Senf und Honig, sondern man mischt einfach noch alles Mögliche bei und jetzt hier einfach einen Klecks Senf mit reingeben. Und hier ist es definitiv eine reine Geschmacksfrage, wie viel Senf, wie viel Honig. Muss jeder selbst für sich ausprobieren, sein gesundes Mischungsverhältnis finden. Und das Ganze ist dann eigentlich auch schon fertig. Honig muss man natürlich sehr gut verrühren. Hier dann etwas dickflüssiger. Und dann kann man das Ganze nachher schön über den Salat geben. Die kleinen Behälter machen sich natürlich auch praktisch, wenn mal wieder zu viel angefallen ist an Dressing. Einfach zuschrauben, in den Kühlschrank stellen. Dürfte sich einige Tage lang frisch halten. So, das wäre schon Variante 1. Variante 2 ist dann eher der Klassiker. Auch wieder Joghurt als Basis. Und es werden einfach noch ein bisschen Gewürze, Salz und Pfeffer hinzugegeben. Man könnte jetzt beispielsweise auch noch Knoblauch dran machen, aber ich nehme die harmlose Variante und zwar frische Kräuter. Die kann man mit dazugeben. Einfach wieder alles miteinander vermischen. Schauen, ob die Menge passt. Ich mache jetzt hier mit Absicht nur kleinere Mengen. Ich habe ja gerade von der Familie gesprochen. Das sind ja mittlerweile 5, 6 Köpfe, die da mitessen. Nein, es geht darum, ich werde einfach nur probieren lassen. Ich werde nachher die Gurke und die Mohrrübe dann noch in Sticks schneiden und einfach so als kleinen leckeren Nachtisch mit dazugeben. Und dann können sie ausprobieren und für sich das Lieblingsdressing finden und dann halt auch zu Hause selber nachmachen, genauso wie ihr jetzt. Und Variante 3 sieht so aus. Viele geben ja dem Joghurt dann noch so etwa 3, 4 Esslöffel Essig hinzu und bilden damit die Basis für das Dressing. Ich mache es einfach so locker fruchtig heute und zwar mit einem Schuss Orangensaft. Kann man auch mal probieren. Geschmackssache, klar. Und das Ganze dann wieder miteinander vermischen. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wir haben drei Dressings hergestellt in nicht mal 5 Minuten. Honig-Senf mit Joghurt, Kräuter, Salz, Pfeffer mit Joghurt und Joghurt mit etwas Orangensaft für eine fruchtige Komponente. Probiert es einfach aus. Wenn ihr noch mehr Leute habt, die es probieren möchten, macht solche Sticks dazu aus Gurke und Mohrrübe. Macht's nach. Was haltet ihr davon? Möchtet ihr noch mehr solcher Videos sehen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Halt, warte einen kleinen Moment noch, denn ich habe jetzt noch was ganz Tolles für dich und zwar meinen kostenlosen Newsletter. Den Link dazu findest du in jeder Videobeschreibung. Du kannst dich kostenlos anmelden und ich werde dir dann regelmäßig Informationen schicken, meistens einmal die Woche zu den Themen Gesundheit, Fitness, Business und Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Einfach anmelden und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Dankeschön.